Und willkommen zurück bei X3, dem Terran-Konflikt. Und wir hatten zuletzt einen Konflikt nicht mit den Terranern, sondern mit Aldrin, mit dieser Station hier, bei der wir jetzt endlich abdocken dürfen. Ah. Oh, diesmal lassen sie uns abdocken. Okay. Hat uns aber den Rumpf... Nein, nur die Schilder zerschossen. Nun gut, wenigstens sind wir nicht explodiert. Ich musste aber wirklich den ganzen Flug um Aldrin herum nachfliegen, weil es keine Chance gab, den Spielstand zu retten. Jetzt haben wir unser Schiff. Wir haben immer noch nur diesen 1-200er Schild, aber wir haben unsere experimentelle Version der EM-Plasma-Kanone. Und da habe ich mir eine zweite gekauft. Moment mal. Sollte ich nicht schon eine dritte gekauft haben? Ja, ich habe eine dritte gekauft. Haha. So. Und die geht, damit wir auch richtig Spaß haben. Also wir haben die vorne. Dann haben wir eine Kanzel rechts und wir haben eine Kanzel hinten und eine Kanzel links. Machen wir das Ding mal auf die Heckkanzel. Experimentelle Version EM-Plasma-Kanone. Installiert. Danke. So, jetzt klicken wir uns mal durch in unsere Kommandokonsole und sagen der Kanzel hinten, sie möchte mal bitte Raketenabwehr machen. Damit sind wir jetzt vor Raketen gesichert. Hoffentlich. So, was machen wir jetzt? Wir hatten jetzt gesagt, wir müssen verkaufen, weil wir Geld brauchen. So, Sektorhändler Aldrin. Level 6, super. Sektorhändler Tralala, Level 3. Die machen Fortschritte. Meine Spring Blossom, das bin ich. Machete? Machete können wir verkaufen. Ach, richtig, wir wollten das Ausrüstungslager verkaufen. Was hat der denn? Der hat 200er Megajoule-Schilde, die will ich behalten. Okay. Dann. Argon-Ausrüstungsdock. Sephyr. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Docke an. Am Ausrüstungsdock. Kommando akzeptiert. Danke. Wir werden jetzt alles vom Ausrüstungsdock umlagern, was wir noch gebrauchen können. Und den Rest packen wir dann ein. So. Jetzt gucke ich mal, ob hier noch irgendwas abzugreifen geht. Und fliege jetzt mal in diese Richtung hier. Einmal um den Planeten rum und danach kehren wir dann wieder in heimische Gefilde zurück, weil Aldrin brauchen wir eigentlich, da sind unsere Händler unterwegs. Die machen das hier schon. So, kann das Elite, warte mal, wir können... Eingehende Nachricht. Jawohl. Sephyr. Nein. Öffne Schiffshandwerk. Hä? Info. Du bist auf dem Ausrüstungsdock. Erweiterte Optionen. Warenaustausch mit Ausrüstungslager. Jetzt geht's nämlich los. Also. Vom Ausrüstungslager übernehmen wir die Kampfdrohnen. Die Energiezellen übernehmen wir. Die 200 Megajoule-Schilde übernehmen wir. 13, 25 Megajoule-Schilde. Na holla. So. EM-Plasma-Kanone. Wir brauchen eigentlich nicht. So schnell wären wir kein Terraner-Schiff mehr.
Und jetzt geht's los. Software. Ah, normalerweise müssen wir die ganze Software hier. Aber egal. Weg damit. Die EM-Plasma-Kanonen, die fliegen weg. Die kommen bei terranischen Schiffen zum Einsatz. Und wenn wir jemals wieder eins kaufen, dann... Naja, wobei. EM-Plasma-Kanone. Transferiert. So. Und jetzt geht das Ausrüstung... Nein. Jetzt geht das C4. Handel. Genau. Du kannst die verkaufen. Oh, guck mal hier. 300.000 kostet eine EM-Plasma-Kanone. EM-Plasma-Kanone. Verkauft. Feuersturm-Torpedo. Verkauft. Flammenschwertrakete. Verkauft. So, Libelle. Wie teuer ist sie? Mobiles Bohrsystem. Partikelbeschleunigerkanone. Poltergeistraketen, die können wir behalten. Die Tomahawks, die sind schön teuer. Weg damit. Tomahawk-Rakete. Verkauft. Sehr gut. So. Schließen. Jetzt wird unser mobiles Bohrsystem... Ach Quatsch, mobiles Bohrsystem natürlich. Blödbirne. Jetzt wird unser Ausrüstungsdock. Da, Ausrüstungslager. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, Docke an, Omikron Lyrae, Schiffswerk. Anlagerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Danke. So. Sehr gut. Und jetzt können wir mal... Ja. So. Jetzt kriegen wir nämlich... Guck mal, jetzt haben wir schon wieder 1,2 Millionen. Das heißt, wir können uns ausrüsten. Wir wollen hier lang fliegen und hier erkunden. Und dann gucken wir mal. Da. Da können wir EM-Plasma-Kanonen kaufen. Also, markiere als Ziel. Und feuerfrei. So, da rüsten wir dieses Schiff hier nämlich richtig gut aus. Und dann kann uns mal die OTAS mit ihren Missionen ankommen. Ha! Wir haben jetzt einen Expressdampfer. Und der ist dermaßen OP. Da kann uns die OTAS mal am Tüffel duten. Solange das Spiel sich wieder crasht, sobald wir da andocken. Aber dann, Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Wer ist das? Ausrüstungslager. Handel. 2 Millionen kriegen wir dafür. Danke. Aldrin Nahrungsmittelproduktionsbasis. M. Alpha. Okay, das Ding ist wieder im Stein. Das heißt, ich werde hier oben zwischen docken. Einfach nur, um den Spielstand abzuspeichern. So. Andockvorgang erfolgreich. Danke und tschüss. Freund der Terraner, ein freundliches Willkommen. Ja. Aldrin Bergbaubasis. M. Alpha. Da. Unbekannte Aldrin-Basis. So. Einmal kurz gesichert. Damit auch nicht schon wieder was schief geht. Ja, das Problem mit diesem Schiff hier ist... Moment. Asteroid. Kann ich den scannen? Habe ich Asteroiden-Scanner an Bord? Nein, muss ich mir kaufen. Gut. Das Problem mit diesem Schiff ist... Guckt euch mal die langen Flügel da hinten an. Irgendwie kommt die Engine damit nicht klar.
So. Unbekannte Aldrin-Basis. Unbekannte Aldrin-Basis. Wie bist du? Aldrin-Energieproduktionsbasis. XL Delta. Delta. Unbekannte Aldrin-Basis. Ja, unbekannte Aldrin-Basis. Die ist so unbekannt. Jeder sieht sie, jeder weiß, wo sie ist, jeder weiß, womit die handeln. Aber ihr seid unbekannt. Ihr seid ganz inkognito. Da sind sie. Schwupp, angedockt. Andockvorgang erfolgreich. Wir entbieten einem Freund der Terraner ein freundliches Willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So, ich habe mir die beiden gegriffen. Die Ruderoptimierung hole ich mir. Installiert. Und ein bisschen Laderaum. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher Ach, daran egal. Erinnern, ihre Wertsachen stets bei sich zu tragen. Ja, damit. So. Erweiterung installiert. Jetzt geht's los. Was, die haben wir noch nicht? Doch. Ach, so rum war das. Boosterweiterung. Nehmen wir. Boosterweiterung installiert. Navigationssoftware MK. Spezialsoftware. So, alles klar. Jetzt. 3, 2, 1. Ah, es klappt. Juhu. So, alles klar. Unser Schiff funktioniert jetzt so, dass wir hier noch zwei Laser dazu haben. Nämlich den hier. Experimentelle Version. EM-Plasmakanone. Experimentelle Version. EM-Plasmakanone. Installiert. Ja, sieht gut aus, oder? So. Keine Raketen verfügbar. Alles klar, wir haben 1, 2, 3, 4 experimentelle EM-Plasmakanonen. Wir haben eine Heckkanone. Wir sind schnell. Aber wir haben noch keine Schilde. Und die Materie-Antimaterie-Werfer wollen sie uns noch nicht verkaufen, weil wir dazu hier im Pilotenstatus, da Krieger von Jo, da müssen wir steigen. Aber das können wir nicht bei der OTAS. Aber ich würde sagen, können wir eigentlich hier noch irgendwas machen? Ah, das ist wieder riesig. Ich riskiere es. Ich riskiere es. Was kann denn schon schief gehen? Unbekannte Aldrin-Basis. Kann man noch irgendwo Waffen kaufen? Experimentelle Version EM-Plasmakanone. Da. Aldrin, experimentelle Version. EM-Plasmakanonenschmiede. M-Alpha. Na dann. Party on. Ah, wir können das Schiff ausrüsten. Und für dieses Schiff würde ich jetzt so einiges verkaufen. Aber das werden schon unsere Händler machen. Vor allem die Siliziumscheiben müssen wir jetzt endlich verkaufen. Dass wir da irgendwie unsere Siliziumfabrik auf Vordermann kriegen. Zur Not hängen wir dort noch eine Station ran, die Silizium verbraucht. Was für sich Raketen oder so, die werden immer gefragt. Und dann klappt das schon. So. Hallihallo, meine Freunde. Ich habe gehört, ihr habt Waffen. Waffen, Waffen, Waffen. Die würde ich gerne haben. Und zwar... Na komm, 4 Kilometer... Andockerlaubnis erteilt. Nein. Autopilot deaktiviert. Immer noch zu weit weg? Jetzt sind wir nah genug dran. Andockvorgang erfolgreich. Wir entbieten einem Freund der Terraner ein freundliches Willkommen. Ich will keine 12 Waffen. Wie viel brauchen wir dann? 1, 2, 3, 4... Jetzt muss ich mal gucken. Also. Ein Ingenieursteam. Vorne brauchen wir 4. 5, 6, 9 Stück brauchen wir maximal. Das heißt, handeln. Experimentelle Version. EM-Plasmakanone. Gekauft.
Sehr gut. Ich kann mein Schiff ausrüsten. Ich glaub's nicht. Also, Kanzel rechts. Warte mal. Hier bin ich doch falsch. Hier bin ich doch falsch. Ich will doch in die erweiterten Optionen in die Waffen. Also, Laser installieren. Experimentelle Version. EM Plus. Experimentelle Version. Ja, wir wissen es, lieber Bordcomputer. Experimentelle Version. EM Plasmakanone. Installiert. Warte mal. Ich will hier was installieren. Wie jetzt? Kein Laser verfügbar? Willst du mich veralbern? Was meinst du mit kein Laser verfügbar? Info. Kanzel links. Ah, das zeigt jetzt alles nicht an. Ach, ich weiß, was los ist. Ich brauche die anderen, diese Materie-Antimaterie-Werfer und die Schockwellenkanonen. Ich müsste doch aber eigentlich in meinem Laderaum. So, was halt jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ach so, ja, der hat ja mitgezählt. Ich Dummbatz. Bitte benutzen Sie für Ihre Abfälle die dafür vorgesehenen Behältnisse. Handeln. So, 9. Jetzt brauche ich noch links, rechts. Nicht genügend Credits. Na gut. Experimentelle Version. EM Plasmakanone. Gekauft. Jetzt bin ich pleite. Aber jetzt kann ich mein Schiff ausrüsten. Und zwar Kanzel links. Experimentelle Version. EM Plasmakanone. Installiert. Kanzel rechts. Experimentelle Version. EM Plasmakanone. Installiert. Und einer hinten. Experimentelle Version. EM Plasmakanone. Installiert. Gut. Und jetzt kann ich in den Bordcomputer gehen. In die Kommandokonsole und jetzt geht's los. Kanzel rechts wird machen, beschütze Schiff. Kommando akzeptiert. Beschütze Schiff. Kommando akzeptiert. Und hinten wird Raketenabwehr machen. Gut. Ich fühle mich gerüstet. Jetzt würde ich sagen, kehren wir zurück zur OTAS. Das heißt, wir docken ab. Jawohl. Oh. So. Müssen jetzt nach Heimat des Lichts. Wo bist du? Nee, Heimat der Legende. Kostet mich 120. Und hier auch. Oh, da können wir direkt bis dahin fliegen. Ach, warte mal. Wir können gar nicht bis dahin fliegen. Weil unsere Mission ist ja, dass wir die Raketen holen sollen. Das heißt, wir müssen warten, bis diese Raketen produziert wurden. Und die sind auf unserem C4. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich fliegen nach Omikron Lyrae. Genau. Kostet uns auch 120 Energiezellen. Ach so, kostet von überall 120 Energiezellen. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal hierher. Stromantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Omikron Lyrae. So. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde für mein Schiff Info. Was kann ich denn für Raketen benutzen? Poltergeist und Gespenst. Das heißt, ich werde von meinem... Siliziummine M-Alpha. Ach nein, die C4, die saß ja in dem Ausrüstungsdock.
Argon Ausrüstungsdock. Genau. Da saß ja unsere C4 drinne. Guck mal, wie schnell wir plötzlich sind. Haha. Eingehende Nachricht. Ihr Elite hat seinen Auftrag beendet. Ah, der hat doch ein paar Karten gefunden. Gut, was machen wir jetzt mit dem Elite? Ach, weißt du was? Du kannst mal Langeweile-Job übernehmen. Kommandokonsole, Navigation. Asteroiden scannen. Alle Asteroiden im Sektor scannen. Kommando akzeptiert. Damit ist er eine Weile beschäftigt. So, wir docken jetzt hier an. Ding dong. Hallihallo. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, ich möchte gerne mal mit euren gelandeten Schiffen reden, und zwar dem C4. Von dem würde ich gerne zwei... 200 Megajoule-Schild. Installiert. Danke. Und dann hätte ich gerne... Ja, ein paar Energiezellen können wir auch nehmen. Energiezellen. Transferiert. Da, Poltergeist-Rakete. Poltergeist-Rakete. Transferiert. Hä, Poltergeist? Wir haben doch gesagt Gespenst. Bin ich jetzt so blond? Hallo, Kopf wie Sieb. Poltergeist-Rakete. Gehört uns. Okay. C4. Machete. So. Naja, wobei, vielleicht... Nee, den... Poltergeist-Rakete. Transferiert. So. Was ich jetzt mache, ist, ich habe von der Machete auch den... die Poltergeist-Raketen hierher geholt. Das heißt, ich kann Projektilkanonen, Poltergeist-Raketen. Da. Spring Blossom. Jawohl. Poltergeist-Rakete. Transferiert. So. Jetzt werde ich handeln. Und jetzt werde ich mal gucken, was ich hier noch an Erweiterung kriege. Oh, wir haben ja gar kein Geld mehr. Handelssoftware MK2 installiert. Patrouillensoftware. Vorsicht auf dem Flugdeck. Okay. Das heißt, ich werde jetzt noch ganz schnell. Oh, wir brauchen schon wieder so lange. Erweiterte gelandete Schiffe, C4, erweiterte Optionen, Warenaustausch. So, Spring Blossom, Kampfdrohnen. Die ganze Munition, das kann der C4 verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. So, jetzt geht's hier los. Patrouillensoftware brauchen wir nicht. Die haben wir. Triplex-Scanner haben wir. Raumfliegen-Fangvorrichtung brauchen wir nicht. Lebenserhaltung für Frachtraum. Für Frachtraum. Transferiert. Verkaufspreis Schnäppchenfinder. Digitales Sichtverbesserungssystem. Frachtscanner. Mineralienscanner. Transferiert. So. Wir sind wieder im Geschäft. Okay, das heißt, nächstes Mal suchen wir denn die Laser. Und dann geht's los. Und bis dahin sage ich, mach's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.